Hey Leute und willkommen zu diesem Halloween-Special. Heute wollte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach ein Halloween-Döner machen könnt. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon mal an. Für das Brot braucht ihr einmal 666 Gramm Mehl, 297 Milliliter Wasser, 77 Milliliter Milch, 39 Gramm Butter, 37 Gramm Sonnenblumenöl. Aber ich werde auf jeden Fall etwas weniger nehmen, da unsere Flasche eigentlich schon so gut wie leer ist. Eine Prise Salz, ein Knoblauch bzw. eine Knoblauchknolle daraus, ein Ei, Hefe und zwar 7 Gramm. Und bei dieser Packung ist es die komplette Packung, aber da müsst ihr dann mal schauen. Und zu guter Letzt dann noch einmal schwarze Lebensmittelfarbe. Ich habe da schon einiges im Internet gesehen. Eigentlich wollte ich das nicht mit Lebensmittelfarbe machen, aber das andere war mir dann auch zu kompliziert mit Tintenfischtinte und ja, da bin ich dann zur guten alten Lebensmittelfarbe zurückgegangen. Ihr könnt das natürlich auch mit anderen Sachen schwarz färben. Und das ist alles, was wir fürs Brot kaufen. Und jetzt geben wir erst einmal alles außer die Zwiebel, den Hefe und die Butter in die Schale rein. Und dann packe ich jetzt noch einmal das Ei dazu. Übrigens, ihr könnt das auch so machen, dass ihr euch etwas vom Teig abnimmt, weil das werden mehrere Fladenbrote, dass nicht alle schwarz gefärbt sind, falls ihr das auch noch für was anderes benutzen wollt. Und jetzt mache ich erst einmal den Teig etwas zurechtkneten und dann packe ich nachher die Hefe in die Mitte, damit der Teig auch schön aufgeht. Übrigens könnt ihr euren Teig natürlich auch noch etwas mit Mehl anpassen, falls er zu klebrig ist. Ich versuche erst einmal noch den Rest von dem Mehl hier unten abzukratzen und dann schaue ich mal, ob ich noch etwas Mehl dazu packe, weil bis jetzt ist er noch ziemlich klebrig. Ich packe jetzt doch noch etwas Mehl rein. Mal gucken. Das klebt nämlich noch sehr schön und ich hoffe, das wird gleich besser. Aber ich denke mal, das sollte reichen. Nachdem ich dann noch etwas Mehl dazu gepackt habe, geht es jetzt auf jeden Fall schon besser. Und ein Tipp, den ich euch bestimmt schon mal im anderen Video gegeben habe, vielleicht sollte man seine Hände vorher ein bisschen mit Öl oder Mehl einreiben, damit es nicht dran klebt. Und ich vergesse es immer. Auf jeden Fall nehme ich jetzt hier diese Hefe und packe sie hier in das Loch, was ich gemacht habe. Und dann decke ich das Ganze wieder zu. Und ich glaube, hierfür braucht man eine Schere. So, ich bin wieder zurück mit einer Schere. Ihr könnt natürlich auch so einen Hefeklotz nehmen. Keine Frage, das kann man auch. Aber ich habe jetzt diese Tüte hier, die hatten wir noch. Und es sind genau 7 Gramm. Und das kommt jetzt hier in die Mitte. So, und das werde ich jetzt noch einmal ein bisschen so zudecken, ein bisschen einkneten und dann kommt da ein frisches Handtuch drüber. Am besten, man weiß nie, wie groß der wird und nachher berührt er das Handtuch und es war vielleicht vorher schon dreckig. Und dann ist es natürlich nicht so schön und dann lasse ich das jetzt etwas stehen, vielleicht circa eine Stunde, halbe Stunde, je nachdem, ob man schon Fortschritt sieht, weil das letzte Mal habe ich das Hefe da nicht so schön in die Mitte getan und das hat nämlich sehr lange gedauert, bis es aufging, weil ich es eingeknetet habe. Und ja, jetzt warten wir erst einmal, bis unser Hefe fertig ist. Die Brote sind jetzt fertig. Leider hat es jetzt nicht so gut mit dem Hefe geklappt, weil ich jetzt erst im Nachhinein gemerkt habe, dass der Hefe schon ein Jahr abgelaufen ist. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es noch was wird. Ich habe jetzt noch mal 9 Hefe da reingemacht. Und diese erste Portion hier oben habe ich schwarz gefärbt. Und ich hoffe, das hält so. Ich habe das hier oben noch mal ein bisschen nachgefärbt. Ja. Und dann habe ich hier nochmal, wie gesagt, eine Portion ohne, halt für zwischendurch, halt so ein Brot. Oder man kann da auch noch
später eine Pizza oder sowas draus machen. Und nicht alle mögen sowas, deswegen habe ich hier noch so ein normales gemacht. Und jetzt werde ich das Ganze nochmal etwas gehen lassen. Ich habe es zwar schon jetzt eine halbe Stunde hier so nochmal liegen lassen, aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Und ich hoffe mal, dass in der nächsten halben Stunde nochmal was passiert. Und ansonsten werde ich dann den Backofen anmachen. Und jetzt mache ich das Ganze einfach auf 215 Grad für ungefähr 16 Minuten. Aber zwischendurch könnt ihr auch nochmal gucken, dass wirklich nichts anbrennt, weil meine sehen jetzt, wie gesagt, sehr, sehr dünn aus. Es ist leider nicht aufgegangen. Ja. Wahrscheinlich lag es am Hefe, der abgelaufen ist. Und im Nachhinein hat es nicht mehr so viel gebracht, weil der Teig war jetzt nicht mehr so frisch angerührt. Und jetzt warten wir und hoffen, dass es doch noch was wird. Für die Soßen braucht ihr einmal Speisequark. Dann habe ich hier einmal Paprikaquark, weil der Speisequark schon zur Hälfte leer ist. Dann braucht ihr einmal Mayo im Glas oder aus der Flasche, eine Zitrone, Pommes-Salz, ein etwas schärferes Gewürz, einmal Chiliflocken oder Chili-Gewürz, ein kleines Glas Rotkohl und eine Knolle von der Zwiebel. Und das sind alle Zutaten, die ihr braucht. Ich habe das jetzt ohne Mengenangaben gemacht, weil das auch ein bisschen Geschmackssache ist, aber ich werde euch natürlich gleich eine Mengenangabe geben, wenn ich das bei den einzelnen Soßen machen werde. Und dann fangen wir auch schon mit dem ersten Dip an. Das hier sind jetzt 177 Gramm Speisequark und leider kann ich den Paprika-Dip-Quark doch nicht benutzen, der ist nämlich schon abgelaufen. Und jetzt kommt hier noch einmal ungefähr 73 Gramm Mayo rauf. Ihr könnt natürlich auch, wie gesagt, das aus der Flasche nehmen. Ich hatte jetzt, aus dem Glas meine ich. Ich hatte jetzt so eine Tube. Ich hoffe, das schmeckt überhaupt. Ich habe den noch gar nicht vorher probiert. Aber ja, wir glauben jetzt einfach mal dran, dass der vegane genauso schmeckt. Perfekt. Und dann kommt hier als nächstes einmal etwas und da hole ich mir jetzt erstmal ein bisschen Saft raus, wenn ich die jetzt Dose aufbekomme. Und ich glaube, wir nehmen auch noch ein paar Rotkohlstück mit rein. Das wird auch später in den Döner kommen, anstatt dieses rote Kraut und weiße Kraut. Leider habe ich es nirgendwo gefunden. Und ja, um das selber zu machen, kann man. Aber dieser Kohl oder was das war, was man dafür braucht, das waren so riesen Dinger. So viel essen wir bestimmt nicht. Und dann habe ich es einfach gelassen und deswegen nehmen wir Rotkohl. So, jetzt habe ich mir auch eine Gabel geholt. Ganz professionell wieder unterwegs. Ich hoffe, wir können uns hier ein bisschen Soße klauen. Ich habe mir nämlich vorgestellt, dass wir das mit der Soße so lila-rot färben werden. Ich hoffe, das funktioniert. Oh, jetzt fällt ja auch noch ein bisschen mehr raus. Also von Rotkohl könnt ihr meinetwegen auch mehr reinmachen. Ihr könnt das auch, wenn ihr das nicht mögt, mit Lebensmittelfarbe machen. Aber ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal so, weil ich das Brot schon mit Lebensmittelfarbe mache. Ja, die Waage brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich stelle das mal zur Seite, damit ich es besser umrühren kann. Und ich hoffe, das funktioniert. Sieht schon ein bisschen eher pink aus, aber ich denke mal, es wird. Und dann kommt einmal etwas Pommes-Salz da rein. Also das könnt ihr euch, so wie ihr mögt, einfach machen. Ich meine jetzt so ein ganz bisschen nur, weil hier in den anderen auch viele Gewürze drin sind. Muss man halt auch gleich mal abschmecken, ob man es schmeckt und dann, wie gesagt, anpassen.
deswegen gibt es auch nicht zu vielen Sachen hier eine Mengeneinheit. Das ist ja eigentlich Geschmackssache. Dann brauchen wir jetzt noch eine Zitrone. Nicht eine ganze, sondern eine halbe für beide wird eigentlich reichen. Hier habe ich auch gleich schon einen Teller vorbereitet. Ja, das wird passen. Dann packen wir die eine Hälfte zur Seite für was anderes. Und dann können wir ein bisschen... Oh, ja. Den Kern sollte man vielleicht wieder rausholen. Schwupps. Macht man ja alles hier gleich sauber. Bisschen Schweinerei. Aber ja, die Kerne fische ich gleich nochmal raus. Es gibt auch noch so eine Saftpresse. Da kann man es auch mitmachen. Ich mache das jetzt. Ich lege die erstmal in den anderen rein und hole mir erstmal einen Löffel, um das rauszufischen. So. Und das verrühren wir einfach. Ich denke mal, das reicht. Das wäre schon relativ viel. Und dann kommt hier jetzt noch ungefähr ein halber Esslöffel ist ein bisschen viel. Das verwechsel ich immer. Ein halber Teelöffel Essig kommt hier noch rein. Und dann werden wir das einmal abschmecken. Ja, wie es der Wille so will, gibt es hier leider kein Essig gerade. Ich hatte echt gedacht, dass wir das noch haben. Sowas ist ja, was man immer zu Hause hat. Aber na gut, ihr könnt es ja gerne machen. Heute geht es auch mal ohne. Wie gesagt, man kann sich ja die Soßen so zurecht machen, wie man will. Man kann hier Speisequark nehmen und sich eine Soße basteln. Oder auch Joghurt und ein bisschen Mayo. Jetzt ist auch der Fokus wieder da. Und... es schmeckt auf jeden Fall sehr viel nach Zitrone. Ich denke mal, da kommt noch ein bisschen Pommessalz rein. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Zitrone gemacht, aber ansonsten geht das noch. Und wie gesagt, gleich kommt noch eine Knoblauchzehe rein, vielleicht auch zwei, je nachdem, wie der Geschmack rauskommt. Ich habe jetzt den Knoblauch hier noch mit einer Raspel reingeraspelt. Das habe ich euch jetzt lieber nicht gezeigt, weil mir das erst eingefallen ist, als ich das klein geschnitten habe. Und das sollte man nicht tun, das ist ein bisschen gefährlich, so kleine Stücke mit einer Raspel zu machen. Auf jeden Fall rühre ich das jetzt noch einmal kräftig um. So, und dann machen wir weiter mit der nächsten. Und da haben wir leider jetzt nur ein ganz bisschen, wie gesagt... der andere war leider abgelaufen, deswegen, ich denke mal, das reicht. Vorhin habe ich ein bisschen viel Zitrone genommen. Und in diesen Dip kommt einmal eigentlich ein Esslöffel Mayo. Aber wir machen jetzt mal ein bisschen aus dem Kopf. So, ich habe mir die Rezepte sowieso ein bisschen eigentlich selber ausgedacht. Deswegen denke ich mal, ändere ich sie einfach nochmal spontan um. Aber eigentlich habe ich mir aufgeschrieben, ein Esslöffel Mayo. Dann einmal ein paar Chiliflocken. Das hier wird sozusagen, die scharfe Soße. Ich denke mal, das reicht. Und dann kommt auch noch ein halber Teelöffel Essig rein. Wie gesagt, das haben wir nicht. Zitrone haben wir schon. Und da ist es. Dann kommt hier noch einmal so ein schärferes Gewürz rein. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber ja, ihr habt es ja gesehen. Ihr könnt auch irgendein anderes scharfes Gewürz nehmen, was euch schmeckt. Ich nehme auch die andere Seite. Ups, ich denke mal, das reicht auf jeden Fall. Und dann werde ich das jetzt einmal umrühren. So, und wahrscheinlich tue ich jetzt doch noch einen Klecks Ketchup rein. Ihr seht das gar nicht richtig. Bei euch sieht es eher so aus wie vorher. Es ist so ein ganz kleines bisschen orange. Deswegen packen wir hier ein bisschen Ketchup rein. Ich dachte nämlich, dass es eigentlich durch das Gewürz etwas röter wird, aber anscheinend nicht. Deswegen machen wir das so. Jetzt ist auch schon die zweite Soße fertig. Wie gesagt, die habe ich mir alle so ausgedacht, deswegen
schmeckt es vielleicht ein bisschen speziell. Ich habe irgendwie mir irgendwelche passenden Soßen zu Halloween ausgedacht. Wahrscheinlich würde ich die jetzt nicht so zu irgendwas essen. Also ihr könnt da einfach selbst, wie gesagt, experimentieren. Ihr braucht eigentlich entweder nur Joghurt oder Speisequark und dann könnt ihr da alles reinpacken, was ihr wollt und wie ihr es mögt. Ich habe mir jetzt hier einmal mein Fleisch in kleine Stücke geschnitten. Das könnt ihr auch mit eurem machen. Ihr könnt natürlich auch solche Veggie-Dönerfleisch schon kaufen. Das gibt's auch. Und dann kommt das Ganze in die Bratpfanne. Und dann könnt ihr auch noch etwas Öl in die Pfanne geben. Oder Butter. Oder es gibt ja auch schon heutzutage so ein Pulver. Und das hier ist die Gemüseauswahl. Und zwar habe ich hier einmal eine Zwiebel klein geschnitten. Schon. Und dann haben wir hier einmal saure Gurken. Das hier sind jetzt so eine Scheiben. Dann haben wir hier einmal Röstzwiebeln, Jalapenos, Rotkohl. Und hier drin haben wir den Eisbergsalat. Und unten sind dann auch noch ein paar Gurken. Das habe ich nämlich schon alles vorgeschnitten. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich habe auch noch ein anderes Halloween-Video gedreht. Deswegen habe ich das kombiniert beim Zubereiten und habe es leider vergessen zu filmen. Aber ich denke mal, jeder weiß, wie man eine Zwiebel und Salat schneidet. Und da kann sich dann jeder aussuchen, was er davon auf den Döner machen will. Und so sieht der fertige Döner aus. Ihr könnt ihn leider nur von der Rückseite sehen. Ich drehe den euch einmal um. So sieht er aus. Und dann habe ich hier auch noch ein Halloween-Getränk. Und ich würde sagen, wir testen den Döner jetzt erst einmal. Also es schmeckt auf jeden Fall gut. Allerdings glaube ich, wenn man das an dem Tag gegessen hätte, wo man es gebacken hat, wäre es nicht so trocken gewesen. Und ich könnte da nochmal oben vielleicht ein bisschen Soße drauf machen, weil ich habe nur unten Soße drauf gemacht für das schöne Bild. Aber natürlich schmeckt es besser, wenn man es durchmischt. Das ist natürlich klar. Ansonsten schmeckt es auf jeden Fall richtig gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es nachgemacht habt, wie euer Döner geschmeckt hat. Und ob es bei euch mit dem Hefe funktioniert hat. Und ich würde sagen, ich esse das hier jetzt noch einmal auf. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Soße geholt und werde das dann dort eindippen. Und esse jetzt das restliche Dönerbrot auf. Das fällt ja auch schon auseinander, also ich habe es leider nicht gut aufgeschnitten. Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonniert doch gerne den Kanal. Und entweder ist das Video schon online oder es kommt bald online. Ich habe nämlich noch ein Halloween-Video gedreht. Schaut das euch gerne an. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, das war's mit diesem Video. Und bis zum nächsten Mal.